ist blau. Und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Vielleicht wäre es schlau, dich ein letztes Mal umzudrehen. Du weißt nicht genau, warum. Aber irgendwie packt dich die Neugier. Der Himmel ist blau. Und der Rest deines Lebens wird schön. Es mir, spürst du, wie die Zeit verrinnt? Jetzt stehst du hier und du hörst nicht auf zu lachen. Die Welt gehört dir und der Rest deines Lebens beginnt. Schau dir schon, vielleicht ist da noch mehr. Oder du hast
alle meine schleichst im Schatten deines Glückes hinterher. Soll ich alles riskieren, werde ich am Schluss alles verlieren. Ich weiß schon nicht, was doch ich vermisse es so sehr. Es wird Zeit für etwas Neues. Etwas Neues. Es wird Zeit für etwas Neues. Etwas Neues. Einfach Zeit für etwas Neues. Etwas Neues. Es wird Zeit für etwas Neues. Etwas Neues. Ich weiß nicht zu ändern, fällt dir schwer. Man fällt viel zu viel so leer. Ich bin leider Rockstar, der nach der ersten Ansage komplett zersägt ist. Ey,
Man muss mit anfangen und gut aufhören. Stimmt, jetzt. Der Schuss sieht nicht aus. Jetzt kommen 2,5 Stunden Trauerspiel, aber zum Schluss geben wir mal richtig Gas. Da spielen wir die Hamburger Nationalhymne. Ja, oder das Lied von Swiss, was sie nicht gespielt haben. Okay. Was? So, Freunde, geht's euch gut? Ja! Okay. Noch. Zugabe! Wie geht's euch da drüben? In der Ecke, an den Zelten. Euch geht's super. Wie geht's euch? Besonders gut. Und Stefanie, wie geht es dir? Viele Stefanies hier heute. Stefanie, geht's dir gut? Wie? Fahr in Urlaub. Du weißt es nicht. Also frag ich ihn. Fahr ihn, wie geht es dir? Mir geht es ungefähr so gut wie Stefanie. Brüll mich nicht so an, ich krieg Angst. Kann ich kurz wegwischen. Ist ein bisschen Blut dabei gewesen. Naja, mit dem Alter. So, das nächste Lied. Da zählen wir mal bis 13. Mal sehen, ob Bela es schafft bis dahin an dein Schlagzeug. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meine Freunde sind homosexuell. Meine Freunde sind alle kriminell. Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Tod. Das macht ihnen auch noch Spaß. Dürfen die das? Dürfen die das? Ja, sag mal, ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich legal? Ich geb mich ein. Ich komm vom Fall, ich nicht gut.
kann ich schon mal sagen. Lass die Hände ruhig oben, das ganze Konzert über. Was mache ich noch mit meinen Händen? Hab ich eine Idee? Ich bin auf einem Konzert. Das ist ganz irre wert. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft. Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Was die Leute reden, hör einfach nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, denn das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen, weil wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jeder Einsinn. Und wieder mal zeigt sich, sie sind peinlich und vermeintlich werden feindlich. Ich war schon mal auf dem Ärztekonzert. Okay, ich stelle mal die Gegenfrage. Wer von euch ist zum ersten Mal auf dem Ärztekonzert? Dann erkläre ich euch mal, wenn ihr alle zum ersten Mal bei einem Ärztekonzert seid, erkläre ich euch mal, worum es uns eigentlich geht. Liebe, Frieden, nochmal Liebe, noch ein bisschen mehr Liebe. Und zum Beispiel, wenn ihr hier Staubwolken beim Tanzen verursacht und ihr seht nicht, wenn Leute hinfallen, dann tretet ein bisschen vorsichtiger zu und helft ihnen auf. Ja, vielleicht nicht den finalen Tritt, den hebt euch für später auf. Ja, nehmt Rücksicht aufeinander, surft während der Ansagen, ist die sicherste Zeit. Kann nichts passieren, da sind alle voll bei der Sache. Hier, vielleicht fragt ihr die junge Dame gleich nochmal nach ihren Erfahrungen, sie sieht sehr zufrieden aus. Kriegt sogar ihre Mütze wieder, ist gar nicht ihre, seht ihr, so ehrlich geht das hier bei uns im Graben zu. Ja? Applaus für Shopping Cindy. Stefan. Du hast was mit Stefanie heute, ne? Ja, nein, aber das ist nicht Stefanie. Ich hab immer was. Stefanie hat dir vorhin zugezwinkert, aber die heißt gar nicht Stefanie, die heißt Stefan, aber egal. Darüber reden wir später. Noch heißt sie Stefan. Gib mir 20 Minuten mit ihr. Naja. Okay. So läuft das halt bei uns. Fängt ganz gut an. Herren Witzerers. Was soll denn das Gezeige da jetzt auf? Ist da jemand ohnmächtig geworden? Da hat jemand Geburtstag. Ah. Stefanie!
Stefanie. Stellvertretend für all die anderen 20.000 Stefanies. Hallo Stefanie. Stefanie, ich schenke dir zum Geburtstag zwei Männer. Der eine hat Irokesen und der andere eine Olympenbart. Da kannst du dir dann aussuchen, welche Musik ihr dabei hört. Stefanie. Scorpions. Oh, Stefanie. Oder Slime. So jemand wie dich sah ich bisher noch nie. Oh, Stefanie. Stefanie. Ich würde gern mit dir gehen, aber ich weiß nicht wie. Du stehst da unten. Ach, der Bela lässt mich nicht zu dir. Stefanie. Bitte bleib doch hier. Nach dem Konzert. Oder weißt du was? Nee, ich fahre ja auch nach dem Konzert direkt nach Hause. Ja. Aber wo ist denn zu Hause? Denn ich bei Stefanie. Oh, Stefanie. Und auch Stefan und Horst. Horst. Ah, Horst. Mit seiner stählernen Horst. Ja. Wie kommt vom Thema ab? Ein Hit muss morgen. Habt ihr Lust, ein bisschen mitzumachen? Das Ärztekonzert aktiv mitgestalten. Ja, super, aber schon wieder, guck mal, kaum Ansage wird schon wieder gesurft. Ey, ah, sehr gut. Läuft. Läuft gut. Lass das während der Songs, das ist echt zu gefährlich, da sind die Leute mit Ansagen beschäftigt, aber während der Ansagen... Unsere Ansagen sind lang genug, dass eine ordentliche Wall of Death durchaus auch ihre Berechtigung hätte. Ey, die heißt Tanzkreis heutzutage. Ja. Ansagen Wall of Death, na jetzt macht mal hier. Geil, aber wann sollen sie jetzt, wann sollen sie den Scheiß auflösen? Ja, vor allem, wie viele Songs muss ich jetzt streichen, bis das klappt? Wie kommt es doch schon? Ein Wörtchen auf Dettchen. Und das während einer Ansage. Nehmt das, amerikanische Bands! Und da kommt Moses. Moses teilt. Moses teilt nicht nur das Meer, er teilt. Er teilt auch aus. Er teilt aus. Ich glaube, Moses will jetzt Salto machen da drin, oder? Ah ne, Moses trägt eine Maske. Moment. Hey Stefanie, du hast dich umgezogen! Pontius Stefanie. Okay, komm, lass mal das nächste Lied spielen. Warum hast du dich so angezogen für ein Ärztekonzert? Das frage ich mich jetzt gerade. Ich frag mich manchmal, warum ich mich so anziehe für ein Ärztekonzert. Aber okay, ich glaube, wir haben was gemeinsam. Weißt du was, Stefanie? Ich werde einfach zu dir hingehen, das ist völlig normal. Okay, hier beginnt. Eingehustet den Song. Hust dich mal richtig aus jetzt. Komm mal raus aus dem Feuerchen. Alter, die sind zu zweit. Things to do before hey, Stefan, I die. Stefan, die sind mal zu zweit. Pontius Pilatus und schwarzes Lokus. Stefanie!
Baby, ah, schau mich an. Ich bin der Mann, der alles kann. Oh, 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 hör mir zu. Ich bin tausendmal besser. Tausendmal besser als wie du. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Thank you.
nicht besonders versüßt hat, du hast es gar nicht gesehen. Da unten habe ich die ganze Zeit ein Paar beobachtet, die im Refrain wild rumgeschnitzt haben. Eine rothaarige Dame mit, ich sag mal, schon exaltiertem Ausschnitt. Wir sind etwas ältere Herren und kurz vor der Kurzsichtigkeit, aber noch nicht kurzsichtig genug, um das zu übersehen. Und ein Mann, der früher mal gefärbte Haare hat, aber er hat immerhin noch Haare und sie sind grau und er liebt euch. Und dafür gibt es Stöckchen. Oh mein Gott! Und ich liebe sie. Ja, heute die Stöckchen. Wo der immer hinguckt, wenn ich singen muss, ja? Ey, irgendwie muss die Zeit ja rumkriegen. Von deinen Liedern. Aber jetzt ist Bela dran und ich kann gucken. Kann man sich die Lieder schön gucken? Dann nützt das doch mal aus. Wenn ich jetzt gerade ein langsames Lied spiele gegen dumme, schlimme Menschen, dann beobachtet dabei mal Farin, wie er beobachtet. Ich soll den alten Nazi reden, Verständnis gibt's erst mal für jeden, sag mir nur doch irgendwie warum. Hat er mir denn was zu sagen? Gibt es da vielleicht noch Fragen? Wer kennt nicht sein Charakter, ist die Kunst? Nazis sind Nazis, nicht aus Unwissenheit. Ihre Agenda ist doch hinlänglich bekannt. Nazis sind Nazis, weil sie Nazis sein wollen. Und meine Oma hat den Mund dafür gekannt. Du, du Hamburg, da helfen keine Probleme. Nicht beim allerbesten Willen, bleib doof, bleib doof. Es gibt noch kein Gewehr, um solche Doofheit zu killen. Bleib doof, bleib doof. Beschäftigen wir uns bloß mit so viel Unfug, was ist denn der Grund? Dass wir unser Hirn belasten und den Mund von dieser Spasten, das ist genau gar nicht gesund. Macht alle, die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist und Homosexualität so heilbar sein müssen, Farid. Spricht nur um uns die Arbeit wegzunehmen und den Klimawandel will wir uns sein. Oh nein, oh nein. Nicht beim allerbesten Willen, nein, doof, bleib doof. Es gibt noch kein Gewehr, um diese Doofheit zu killen. Hamburg, bleib doof. Können wir mal alle chillen und lassen die im Stillen sein, wer sie sind. Verblöde doch für Argumente, doof, bleib doof. Da helfen keine Willen, nicht beim allerbesten Willen, nein. Es gibt auf dieser wunderschönen Welt doch viel Wichtigeres. Ziehen, wenn ich darf. Ja, ich wollte aber auch ganz kurz sagen, also das Lied eben natürlich
wir schimpfen mal auf die Nazis, aber gäbe es die nicht, dann gäbe es ja nicht Bands, was wisst ihr, die anderen oder wir hätten uns so erfolgreiche Lieder. Ja, muss man sagen, so ein klein bisschen verdanken wir denen ja auch, dass wir existieren. Bela, das, man muss auch mal das Positive sehen. Warte. So, die Ansage vergesst ihr jetzt wieder, danke. Und ansonsten, könnt ihr mal bitte alle die Arme hochnehmen, alle gleichzeitig? Ihr hättet doch Bankräuber sein werden sollen. Ja, oder Diktator. Wieso werden sollen? Hey, habe ich gesagt runternehmen? Ah, okay. Und jetzt eine Negativ-Laula bitte. Von da hinten nach da drüben. Negativ-Laula, was meint ihr damit? Naja, die Arme kurz runternehmen und dann wieder hochnehmen. Das sieht bestimmt total gut aus. Berti, magst du uns mal beleuchten, bitte? Okay, da drüben geht's los. Auf die Plätze, fertig. Negativ! Eigentlich schon ganz gut. Kann man noch verbessern. Wie wär's, wenn ihr nicht nur die Arme runternehmt, sondern auch gleich in die Knie geht? Also die klassische Sitzlaube. Lass uns probieren. Vielleicht sieht's gut aus, vielleicht sieht's sehr gut aus. Ein paar werden auf der Strecke bleiben, aber mein Gott. Ein bisschen ja. Schwund ist immer. Sorry, Ärztekonzert, 20% überleben nicht. Ist normal. Auf die Plätze, fertig und Hocke! Now we're talking. Alter, wird einem schwindelig von. Das sieht gut aus. Auch wenn die da hinten ein bisschen überfordert waren. Karin, das ist der Grund, warum in Zukunft älteres Publikum nicht mehr zu unserem Konzert kommen wird. Dankeschön! Und jetzt zählt Rott ein. Ja, das war... Gebt mir eine schön. Eins! Nein. Gebt mir eine Zwei! Nein. Gebt mir die Summe der beiden vorhergegangenen Zahlen! Nein. Plus eins! Vier! Und jetzt schnell hintereinander! Eins, zwei, drei, vier! Ach, dieser Flügel! Thank you.
Bitte gern geschehen. 24 Jahre waren uns eine Ehre. Alle Ehre. So, und jetzt kommt ein Lied, da haben wir uns die Getränkestände drum gebeten. Der Beehole-Song. Naja. Zu machen. Wir können nicht nur Hits spielen, wird auch schnell langweilig. Und wer auf Klo muss, also bei dem Lied kann man durchaus auch nochmal zwei, ist kein Problem. Also bei mir zum Beispiel öfter. Lied ist lang und hat jede Menge Text, den ich auch gerne mal vergesse, weil es echt viel ist. Aber without further ado, I give you... Come on. We going funky. Ein Lied über Farin, oder? Zurück vom Bier holen.
Die nächsten beiden Lieder sind Tourpremieren. Also wir haben zwar schon mal in der Vergangenheit gespielt, aber auf dieser Tour glaube ich noch nicht. Also das erste vielleicht, das zweite auf keinen Fall. Was vielleicht auch von dieser selbstbewussten Ansage nicht anhört, das ist eine quasi verfrühte Entschuldigung für das, was jetzt kommt. Also, wenn das Stümpern ist, dann sind wir so hier. Bei den nun folgenden Stücken, sonst natürlich Perfektion. Ich würde mich jetzt gerne freiwillig in so einem anerkennenden Applaus sonnen. Ja, das ist ein Applaus, der... Ja, ich gebe zu, der färbt ein bisschen, aber braun bin ich davon nicht. Das, also sonnen... Erfinder der 17 Jahre Unterwäsche! Wie lange sind wir jetzt die Band jetzt zusammen? 17 Jahre erst? Fühlt sich so an. Ja, freue mich heute Abend hier im Millantusch. Ach nee, da sind wir ja nicht.
Schade, schade, schade. Hatte die Stadt was dagegen? Großer Mittelfinger Richtung Stadt, die uns das Konzert im Millantor-Stadion verboten hat. Wegen Lautstärke. Letztes Jahr, nach der Corona-Pandemie, haben ein paar Beamte in Hamburg beschlossen, dass die Ärzte zu laut sind für die Reeperbahn. Na gut. Was willst du machen? Fickt euch. Aber wir müssen aber als nicht aktiv Schlagerruf. Ja. Ja, oder halt die Warburg Bank oder andere Leute, mit denen ihr kuschelt. Aber nicht mit uns. Das hat sich was. Das hat ich ziehen. Ich könnte ausziehen. Vor Wut. Gut. Dich ausziehen? Das nun folgende Lied ist von unserem aktuellen Album. Ja! Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube ja. Wenn's... Bitte, los, ey. Macht es. Ihr müsst nicht bei euren Eltern wohnen. Das predige ich seit Jahren. Ihr könnt ausziehen. Ist billig, Mutti macht die Wäsche, ich weiß, aber der Vati, wer auch immer, ihr jedenfalls nicht. Aber ihr müsst da nicht wohnen bleiben, zieht aus. Bela und ich sind auch mit, wie alt waren wir, 40 ungefähr, ausgezogen? Ja, bei meiner Mutter, dann sind wir zu deiner Mutter. Ja, gelogen, Alter, bist du absolut, ich wohne noch nicht ohne Mutter. Alter, so weit kommt's noch. Ja, da falle ich ja vom Fleisch. So, nach noch mehr sympathischer Ansagen fallen mir gerade nicht ein. Über Mütter? Ein rosa BH für Rott. Okay. Das nun Lied handelt von etwas, das ich mir an solchen Tagen von Gott manchmal wünsche. So 180 Kilo in dir morgens danach ist. Deine Freundin schwärmt den ganzen Tag davon, wie stark du bist. Deine Muskeln schützen dich vielleicht, wenn du mal fällst. Aber es gibt da noch was anderes, wovon du nicht viel hältst. Worte können wehtun, sie sind schnell und schonungslos. Treiben dich in die Enge, fühl dich vor und stell dich bloß. Also ballst du deine Fäuste und versuchst es mit Gewalt. Und du haust mir wie besessen auf die Fresse, reich krass. Jetzt steh ich hier und blute und du denkst, du hast geschafft. Doch dann öffne ich meinen Mund zum Reden und du merkst, dass Worte haben. Aber hinter ihrem Rücken zeigst du dann ein wahres Ich. Worte können wehtun, sie sind schnell und schonungslos. Treiben dich in die Enge, führ dich vor und stell dich bloß. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht, warum sie plötzlich jeder mobbt. Plötzlich hört sie auf zu lächeln und sie findet dich wieder. Doch dann springt sie vor die U-Bahn und du fühlst dich ekelhaft. Viel zu spät begreifst du, Lügen haben Konsequenzen, Worte haben. We'll be right back.
danke, das war jetzt die Bühnenshow, die ich seit 40 Jahren machen will, aber ich krieg's halt nicht hin. Sag mal, Charlie, für die Gitarre, wo schicken wir die Rechnung hin? Na los, gib das Knöpfchen dem Publikum. Come on. Ah. Vielen Dank, Charlie. Tschüss. Charlie hat ein eigenes Album, ihr erstes Soloalbum ist gerade rausgekommen. Checkt sie aus. Charlie Clauser, meine Damen und Herren. Mehr Werbung ist nicht, aber. Ready to do. Dankeschön. Übrigens nur heute. Charlie, nur heute. Merkt ihr selber, ja? Exklusiv. Ich weiß ja nicht, warum wir euch so verwöhnen. Außer, dass Bela hier wohnt und uns drum gebeten hat, aber sonst. Ich wohne gerne hier, mit all denen hier zusammen. Die sehe ich jeden Tag, jeden einzelnen von denen. Ja, ich weiß. Außer Stefanie. Nee, Stefanie. Die nehme ich hinterher mit. Ja, Stefanie, die bleibt immer zu Hause. Könnt ihr mal kurz einen Scheibenwischer machen? Danke sehr, jetzt sehe ich besser. Cool, danke. Im nun folgenden Lied, im Refrain, seid ihr dran mit Scheibenwischer. Genau. Bitte. Macht ihr das? Ja. Oh oh. Macht ihr das? Ja. Das ist so schlimm, man könnte doch auch höflich miteinander reden. Ihr könnt doch trotzdem schreiend antworten. Würdet ihr das bitte machen? Ja. Das wäre echt total schnuckelig. Das wäre eigentlich super, wenn wir schreien, seid ihr höflich. Und wenn wir höflich sind, dann schreit ihr. Das würde dem Ganzen so eine Pikantness verleihen, ja. Ich fände das total schön. Ich fände es auch total schön! Okay, natürlich. Okay, ist der Bass gestimmt? Ja, ja. Mein südamerikanischer Freund. Ohne Wertung. Aber Mama ist anscheinend zufrieden. Ich mit zwei, was guck ich fies? Meine Eltern sind schon geschieden. Ich mit drei, ich mit vier, Mama und ich alleine hier. Ich mit der Geburtstagstorte lachend, weil ich's einfach nicht kapier. Ich mit Opa kerngesund, ich beim Spielen mit Opas Hund. Ich mit dem Hund im Blumenbeet, mit dem Ohr wieder angenäht. Ich im Süden, Sonnenbrand, mein allererster Urlaub, ich am Strand. Ich in der Schule, erster Tag, ich mit der Lehrerin, die ich mag. Ich an der Tafel ABC, erstes Zeugnis, ganz okay. Ich zu Besuch im Boxverein, mit gebrochenem Nasenbein, ich von Pickeln übersät, auf dem Weg zu meinem ersten Date. Ich mit Nina Hose beult, ich ohne Nina schwer verheult. Ich mit Giffen total cool, ich mit Bela Party schwul. Ich zu wieder mal im Krankenhaus, ich mit Abi in der Hand, ich mit meinem Rucksack, ich am Strand. Ich am Strand. Ich am Strand. Ich an der Uni.
das ging schnell, 10 Semester BWL. Ich mit Abschlussfreude groß, ich seit einem Jahr arbeitslos. Ich mit Antrag auf Hartz IV, die setzt mein Vermieter mich vor die Tür. Ich ungewaschen und rasiert, alles probiert, doch nichts hat funktioniert. Brücke, ich wie ich mich nach Kippen bücke, ich wie ich an der Mauer lehne, ich jetzt ohne Schneidezähne, ich wie ich im Winter frier, noch einmal seh ich alles vor mir, ich als Kind an Mamas Hand, ich mit Nina glücklich nur am Strand. Seite, wenn Rodrigo so ein E-Scooter fährt, nee, nicht mal das, E-Scooter for me, Untergang of the Civilization, if you ask me. E-Scooter ist echt gut, um den Grund von der Elbe irgendwie ein bisschen fester zu machen. Wer aber Brustwarzen definitiv fester macht heute Abend, das ist Monsieur Elegance. Ladies and Gentlemen und alle dazwischen hin ist für Sie das Versprechen an den Unterleib und alles dazwischen, Rodrigo González. Weil irgendjemand auch Bass spielen muss, kein oder? Auf Sri Lanka waren zwei vorhin, kam aber schnell wieder. Wer von euch ist dieses Jahr schon mal geflogen? In die Südsee? Da nehme ich euch mit. In die Südsee, auf die Malediven. Wo eine eure CO2-Bilanz zwar ein Keller ist, aber dafür tanzt ihr. Und der war das meine Lady of your name. Wir spielten eine Band, Scooter, bis der Morgen kam. Ich stahl mein Herz durch die Art, wie sie sich benahm. Mir wurde klar, was an mir so anders war. Ihr Lächeln und ihr Haar, sie war eine Lady, eine Lady, eine Lady. So klar, schön und wunderbar, ich fühle mich wie ein Kloschar. Sie war eine Lady, eine Lady, eine Lady. Ich nannte dich Bingo Lady, denn das war es, was ich dachte, als wir uns das erste Mal trafen. Du serviertest dich mir gut gekühlt und ich hatte das Bedürfnis,
heftig mit dir zu schlafen. Wie wir alle wollen. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Und du wirst gehen, wo es keine Geigen werden für uns küssen. Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Du bist nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Das ist das Gewinde. Ich liebe nur dich allein. Ich sehe Brüste, aber ich sehe wenig Licht. Was ist, wenn dein Handy leuchtet? Oder scheint nach, was die Farbe ihn sagt? Ja, gut. Irgendwo leid verkommen. Doch das ist immer die Gefahr. Und wieder hat ihre Platz eingenommen. Muss es nicht mehr ausreichen war. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Du bist nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Gott ist das gewesen sein. Ich liebe nur dich allein. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Ich vermisse dich schon jetzt. Vermisse auch die Geigen, vermisse dich zu küssen. Ich auf dieser Welt ist dich ersetzt. Ich auf meine Worte mache es nicht noch schlimmer. Du bist nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Wenn uns hält keine Lösung. Applaus für den fleischgewordenen Lambada im blauen Designeranzug Rodrigo González. Das wundervolle Lied beginnt mit einem schönen Geräusch. You are ready? He is ready. We'll be right back.
Ja, so. Zicke, zacke, hühner, zacke.
für die Gitarre bist du um, mein Freund, und spitze dein Lied. Weil heute ist nämlich der Nationalfeiertag in der Ukraine und wir widmen das nun folgende Lied der Ukraine und ihrem tapferen Kampf gegen die Arschlöcher. Ich bin nicht russophob, ich bin nur Anti-Putin. Das ist das Frank Z gewinnt. Überall. Die Hunde des Krieges wieder losgelassen. Wenn Schwestern und Brüder sich wieder hassen. Denn Bomben fallen. Terror regiert. Und der Mensch im Allgemeinen. So aspendiert. Das Deutsch geht an zu ein Feld. Rodrigo, meine Damen und Herren. Vorname Rodrigo, Nachname González. Hauptberuflich Herzensbrecher, nebenberuflich Bassist. Vorname Faring, Nachname Urlaub. Hauptberuflich Erbsenzähler. Okay. Ah, Bela. Ja. Dein Lied. Ach so. Ich mache mal auf den Platz für dich. Okay. Das ist
Tour. Auch wenn es erstmal nicht so scheint. Ein Gassenhauer der Frauenbewegung, möchte ich sagen. Naja. Und der Text, der rührt mich doch hin und wieder sehr an. Wenn ich ihn frage, die Worte vergessen sollte, dann zähle ich auf dich, Hamburg. Oder soll ich sagen, Hamburg, meine Perle. Es gibt Lieder, die kann nicht mal Lotto King Karl zerstören. Here we go. In einer Bar sprach er mich ja. Nach Scheiß, er sagte, Junge, hör mir zu, da gibt es etwas, das ich besser weiß, die Emanzipation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft, doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig kracht. Und was ich dann hörte, was mich total empörte, es wieder zu geben, fehlt mir fast die Kraft und darum sind jetzt ihr Hamburg. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Augen. Oh ja, ich weiß. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Augen. Ich höre dir nicht mehr zu. Du steckst besoffenes Macho-Schwein. Das hörte er nicht gern. Er fing an, an mir zu zählen. Kurz darauf fing ich mir eine ein. Er schrie ständig nicht blind. Du bist doch kein Kind. Was hast du für ein Bettschreiter? Weißt du Bescheid? Doch, er hat den besseren Bauch. Aber du, Baby, hast die Brüste. Da tat der Typ mir plötzlich leid. Er fing an zu flehen, ich sollte endlich verstehen. Sein Mund Geruch brachte mir Übelkeit. Er sagte, haben Frauen ein kleines bisschen Augen. Hamburg, ich höre dich nicht. Und die Melodie. Und die Das war mir noch nie passiert. Ich war traumatisiert. Und etwas neugierig war ich auch. Da lächelte sie und hob ihr Knie und rannte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als ich nach Atem rang und ihre Stimme erklang, umwehte sie ein einziger Hauch. Sie sagte manchmal, hinzu. Immer, ja wirklich immer, haben Typen wie du, was auf die Fresse verdient. Immer, ja wirklich immer.
Typen wie du, was auf die Fresse vergeht. Gewidmet dem Sugar-Daddy des HSV, gewidmet dem Steuerflüchtling, Herr Krüger. Dankeschön. Oh, ich hab dich am Kopf getroffen, ne? Hab ich dich am Kopf getroffen? Ja, dann nix. War's schön? Ja, du hast mich am Kopf getroffen! Das sollte doch ins Auge gehen! Na komm, hier. Zack. Gebt ihr das Stöckchen. Sehr schön. Yes. Nochmal um die Klage rumgekommen. Eins. Warte, ich muss erst lesen. Okay. Achso. Wenn du okay sagst. Ja, ich muss erst lesen. Dann ich sage, okay, I'm ready. Okay. Warte, Brille. Eins, zwei, drei und vier. Nee. Ich finde, bei dem Lied kann man wirklich mal tanzen. Ja, also alle außer mir, weil ich muss ja Gitarre spielen und ich kann noch nicht tanzen. Ja, aber vielleicht so. Da, 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 da. Gegenvorschlag. Ich mache dich nach, ich spiele Luftgitarre, statt zu tanzen. Aber guck mal, Luftgitarre, das sieht man ja nicht. Ja, warte mal, lass doch mal sehen. Vielleicht, also kannst du, man kann auch hier oben oder hinterm Kopf. Das, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich bitte das Publikum. Ein kleiner Luftgitarrenwettbewerb. One, two, three, four. Na ja, gut. Merkst du selber, oder? Die erste Reihe ist sehr lustig, das muss ich schon sagen. Kann die Kamera das mal einfangen, das ist ja echt super. Großartig. Als würde ich nur so dastehen, ja? Die machen dich nach? Perfekt, würde ich sagen. Das ist viel zu viel Ruf. Nicht so viel, ich viel zu viel, viel weniger. Hey. Ich weiß zufälligerweise, dass du auf 120 Ärztekonzerten warst. Es kann nicht sein, dass Wieso? Das deine Parodie sein soll. Oder du hast einfach viel zu viel Soul, um den Typen nachzumachen. Guck mal, ich achte auf mein Handgelenk. Achte auf das Gesicht. So läuft es. Gitarrenspiel aus. Ich kann natürlich auch so machen. Aber das wollt ihr nicht und ich will das sowieso nicht. Okay, also kommen wir zurück zum Tanzen. Eins, zwei, cha-cha-cha. Drei, vier, cha-cha-cha. Eins, zwei, drei, vier. War zu kompliziert, oder? Okay, nochmal. Und rechts. Und links. Und rechts. Und links. Und noch ein paar Hanteln holen. Super, und das ist jetzt das ganze Lied durch. Ich ging spazieren im Wald, ich musste einfach hinaus. Da sah ich ein Stück Holz, das sah heilig aus. Also steckte ich es ein, nahm es mit nach Haus. Und dann schnitzte ich mir einen Gott daraus. Schon bald darauf begann, ein paar Wunder zu geschehen. Ich wurde unglaublich reich und noch unglaublicher schön. Ich brachte Lärme zum Rennen und die Blinde zum Sehen. Und natürlich konnte ich auch über Wasser gehen.
wie sowas ausgeht, hab ich mir gedacht. Und so hab ich ihn genommen, irgendwann in der Nacht. Und hab ihn wieder zurück in den Wald. Husch, husch. Hab mir ein gutes Regal gestellt. Ich hab den Wunder wieder gehabt, was er mir so gefällt. Und so lange hat er steht, hat die Jugend verhält. Ich schütte mir den besten. Wenn Bela das Publikum so richtig durchbeleidigt. Bela, Sie, hallo, Bremen. Sie gehören hier. Naja, also Bremen haben Sie auf jeden Fall mehr gebucht. Bela? Bei Hamburg. Bela, Bremen war mehr. Bremen war mehr? Ja, Bremen war mehr. Ich gerade gesagt. Aber das kommt davon, wenn meine Stimme nicht auf dem Monitor hat. Okay, also ich habe gar keine Lust, alle Leute hier zu beleidigen. Ich habe nur so, ich tue mich da ziemlich schwer mit einer, ich nenne das mal Randgruppe, Menschen, die durchaus ein Handicap haben im Leben. Jedenfalls wollen sie uns das weismachen. Ja, sind diese Menschen, die mit diesen Gestellen im Gesicht versuchen, unser Mitleid zu erregen. Die kommen im Bus, zeigen mit ihren Fingern auf ihr Gesicht und sagen, Sie, ich bin Brillenträger, mir steht der Behindertenplatz zu. Weit gefehlt, meine Freundin. Dir steht ein Platz zu im Bela B. Sanatorium, wo es 12 Stunden Peitschenhiebe gibt. Am Tag. Kann ich mich anmelden? Du bist doch eh schon da. Was so? Als Schwester Farin. Okay. Wer teilt meine Meinung? Also nehmen wir, genau, also sind auch Brillenträger bei, die sich melden, aber die haben wahrscheinlich nur Brillen auf, um zu provozieren. Du zum Beispiel nicht. Du zweifelst gerade, bin ich auf dem richtigen Konzert, möchte ich mit so einem gesehen werden? Ist das ein Foto von mir mit Brille? Du bist doch ein Arschloch, ey. Du Spalter, du. Das gibt's doch nicht. Mach auf deinem Handy ein Foto von mir mit Brille. Warum hast du das Bild denn? Hast du auch mal Bilder von mir? Ha? Willst du welche? Komm, wir treffen uns nachher. Wir machen das klar. Okay. Vorhin, jetzt bist du die anderen. Ja, habt ihr diese wunderschönen, jungen, muskulösen Körper gesehen? Menschen, die vor 10 Jahren noch als Spargel-Tarzan auf dem Märzekonzert waren und jetzt aussehen wie Swiss und die muskulösen anderen. Und selbst in dieser Band habe ich einen Brillenträger ausgemacht. Das gibt's doch nicht. Naja, aber der Rest ist auf meiner Seite, also wer nachher Ärger will, liebe Brillenträgerinnen, der trifft mich da hinten am orangenen Zelt, direkt nach dem Konzert. Und dann sehen wir mal, wer es besser drauf hat. Okay, der war jetzt nicht so gut. Manchmal verrenne ich mich auch ein bisschen, aber das macht mich so sympathisch. Oder? Wer will mir widersprechen? Das Lied. Das ist für euch der Moment, wo ihr alle seufzend endlich ruft. Es beginnt das Lied. Da fällt dem Sänger noch was ein. The voice of Fearman is calling you. Oh, we got a message and this is true. If you wear your motherfucking glasses. Yes. Kick your motherfucking asses. Wee chubby! Schlender. Do! Before we! Do! In the
Katze. Keiner darf mich verstehen. So blöd bin ich mein Leben nicht durchgedreht. Ich war so oft und schlimm frustriert. Da hab ich mich einfach abgerührt. Alle aufgelöst. Ich hab kein Geld, muss immer noch bei Motiv wohnen. Da kommt der um die Ecke, dieser Hurensohn. Alle auf Bille, alle auf Bille, alle auf Bille, alle auf Bille. Ich sah plötzlich sehr schlecht, meine Augen waren in Nähe und Weite geschwächt. Ich ging zum Optiker, der Fall war klar, mein Glas ich rumzahlte und ich stand plötzlich mit Brille da. Ich ging zu meinen Jungs, wo sollte ich denn hin? Sie sahen mich bald in die Faust und fingen an zu sehen. Alle auf Brille, alle auf Brille. Ich muss sagen, die Brille absetzen war. Aus dem nun folgenden Lied wurde im glorreichen Millantor-Stadion ein Chor kreiert, der mich immer zu Tränen rührt. Deshalb von mir mit dem wohlwollenden oder nicht wohlwollenden Mitspielen meiner nicht an Fußball interessierten Leidensgenossen für den FC St. Pauli von BLB, bitteschön. Warum singen Musik denn hier, die Scheiße? Ja, du hast sie auch geschrieben, die Scheiße, wa? Und nichts, ich sage nichts, lag mir ferner als Fußball bei dem Song. Zu dem Zeitpunkt bei mir auch nicht existent gewesen. Muss ich sagen. Ja. Aber jetzt sind sie aber gespannt wie Flitzeböhm. Denn sie war so wunderschön. Ich liebe sie.
sie liebte einen anderen. Oh, sie hatte einen Freund. Oh, ich wusste damals nicht, dass ich sie niemals liebe. In meinen Träumen spielst du Europa Cup Turnier. Doch wenn ich aufwache, dann fällt mir wieder ein, das hier ist FC St. Pauli und Liga 2. Musikalischer Reaktionstest. Kennen Sie nicht, unbekannt. Oder was? Jetzt das gleiche in laut. Ist doch für alle schöner, mach doch mal richtig. Ich
dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Die 80er Jahre. Ja, kennen habe ich Bela auch gelernt. Er war mein Meister. Er erzog mich. Werdet ihr so nett sein, beim nun folgenden Lied ein bisschen mitzusingen? Und zwar, wir machen es ganz einfach. Die Leute, die eine etwas höhere Stimme haben, völlig genderunabhängig, die singen Elektro! Elektro! 1, 2, 3, Elektro! Elektro! Und die Leute mit tieferen Stimmen, die antworten mit einem herzhaften Bier! 1, 2, 3, Bier! Und jetzt im Dialog, Elektro, Bier! Elektro! Bier! Elektro! Bier! Elektro! Bier! Wunderbar! Und das macht ihr jetzt immer, wenn wir das singen, dann macht ihr das einfach mit. Das passt total gut. Ja. Nicht lang schnacken, Koffer lang. Genau. Also, und wer sich fragt, was mit 80er Jahren zu tun hat, kriegt nicht hinten die Bresche. Die 80er gab es gar nicht in Hamburg wahrscheinlich. Nee, die 80er haben die Hamburger aussehen lassen. Das total, ja. Zwei, von 17 in den 80er, in 18 sind die Hamburger schon egal. 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4. Du fängst an, ich hau mich rein und 1, 2, 3, 4, 1. Computer Müller, das ist der Donut. Womit schwitzt du ihn runter? Heute Eintritt bezahlt zu haben für diese
los? Es räuspert sich einer. Bei dieser Band räuspert sich immer nur einer. Das ist eigentlich der unsympathischste. Hier rollt die Mucke nicht vom Band, hier schafft man noch mit Herz und Hand. Eine Stille, die wir verdienen. Die haben wir uns verdient. Bela? Ja, nee, wie kriegen wir das wieder? Bela, ich frage mich. Welches Gesicht ist wohl? Ich frage mich. Bela, guck mal auf die Setlist. Ja, und was steht da? Da steht, was du jetzt singst. Ach ja, stimmt. Ein Stück. Guck nochmal auf deine Setliste, ob das auch wirklich so ist. Alles okay, Freunde. Warum kann's nicht perfekt sein? Oder so wie auf einem Ärztekonzert. Einfach so wie im Film sein. Wo der Boy sich bei dem Mädchen beschwert und ihre Hand nimmt und ihr ganz tief in die Augen blickt. Einfach alles stimmt nichts an dem Bild. Ungeschickt, Kerzen brennen und Champagner steht bereit. Oder Elektrobier. Aber so ist es niemals in Wirklichkeit. Warum kann's nicht perfekt sein? Sieh, der Himmel ist fast sternenklar. Gib uns doch ein Aspekt rein. Wenn das Tag eine Sternenschuppe war, doch sind wir schön und nicht, weil wir so glücklich sind. Nimm's an jetzt, wenn du mich liebe machst. Und alles schon uns bringt. Und im Alle gespielt wie einen Song von Lillillillo. Leider ist im Leben bald so. Warum kann's nicht perfekt sein? Ist das denn schon so viel? Warum kann's nicht perfekt sein? Warum hab ich schon wieder gesagt? Warum denk ich Sex, wenn du grad romantisch bist? Du sprichst von der Gedanks, wenn's grad nicht so rein. Sonst im Radio spielt sie einen Song von Smith und den anderen. Meine Seele tut über die Elbe wandern. Da nimmst du meine Hand und küsst mich. Wir würden da ganz plötzlich. Er war immer da, er war nur gut versteckt. Denn ganz genau dieser Moment. Ich sag genau dieser Moment. Oh Farin, ich sage genau dieser. Er ist perfekt. Ein Klutschen auf der Welt. Im Alter ist Klutschen besser als. Das hat so ein bisschen was so von einem Unfall. Das ist ein bisschen ekliger als jetzt, wenn wir so Arschficken sagen oder so. Das ist irgendwie cooler. So, früher haben wir halt so eine Fäkalsprache benutzt und jetzt. Jetzt hauen wir uns einfach die Falten. Verknoten wir uns. So. Naja, du siehst schon. Okay. Jetzt kommt das letzte Lied. Ja, und einer muss es sagen, aber das letzte Lied hat diesmal eine ganz besondere Geschichte. Und zwar, die werden wir euch aber nicht verraten. Okay, here we go. Die Dame, die mich zu dem nun vorhin Lied inspiriert hat, ist heute tatsächlich hier. Wie, ich bin
nicht hier. Ich bin noch da. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unter dem bestätigt. In El Mexico hast dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, da hab ich dich zersägt. Du sagst, du findest zwar den Beat nicht, aber Ricky Martin lieb ich. Der ist so unappetitlich, wie wir beide und dann. Beide ungefährlich, bevor man sie in den Mund steckt und anzündet. Danke, ciao!
will nicht hören. Ich kann euch nur sehen! Und ihr könnt bestimmt noch im Rhythmus klatschen, oder? Dasselbe bei uns. Wir quatschen uns im Kopf und Kragen und am Ende haben wir keine Zeit mehr. Aber wir spielen jetzt so schnell wie möglich. Ich krieg auf der ganzen Welt, wenn ich Zigana sein.
dem Regen werden die Bäume gefällt. Ich will mir nicht egaler sein. Campino im Thunfischsalat, die Jungbein. Doch es könnte mir nicht egaler sein. Der letzte war verwegs, es wird mir nichts egaler sein. Die Spalte gibt nicht, wenn er sich auf den Weg. Es wird mir nichts egaler sein. Und wenn noch Ordnung sind, sie wieder verschreien. Es könnte mir nichts egaler sein. Das wird mir die Welt ist schön. Das kann es mir gar nicht besser gehen. Meine Lieblingszeitensendung hat gesetzt, es können wir nicht egaler sein. Und wenn wir morgen erst den Sieg wieder verleihen, es könnte mir nicht egaler sein. Ah, oh, was wird mir die Welt schön? Ist doch kein Problem. Jetzt
sitz ich hier wie ein Kaninchen von der Stange und ich fühle mich wie gelähmt. Ich muss es sagen, ich weiß nur noch nicht wie. Ich muss es dir sagen, jetzt oder nie. Bitte geh nach rechts, am besten gehst du nie. Ich hab's dir schon so oft gesagt, in meiner Fantasie. Bleib noch ein bisschen hier, bitte geh noch nicht. Was ich versuche dir zu sagen ist, du bist klein. Ich finde das super. Ich habe dich gesehen. Du hast immer die Arme ausgestreckt und so gemacht. Du meintest natürlich nur mich. Richtig? Hier. Danke, Bela. Und jetzt, wenn sie schon nicht sieht, jetzt das wahrscheinlich wichtigste Lied, was wir je geschrieben haben. Sing bitte aus Herzen, aus vollem Herzen mit. Was ist deine Attitüde? Alles muss man dir erklären. Ein Wort wird mich gar nicht halten. Es erscheint mich nicht einmal. Was an die Tüde ein? Bald ist nur ein stummer Schall auf die Lieder. Deine Stinkerstiefel wehren sich nach Zärtlichkeit. Du hast die Gelder, dich zu artikulieren. Sich schlägt dein Herz und Romantik ist für dich nicht bloß auch eine Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkel steht eine Kuschel auf dem Bild. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Seelenliebe. Deine Stinkerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast die Gedanken, dich zu artikulieren. Yeah.
Es wird Zeit, die Scheinwerfer, wie Bela immer sagt, Antifaschista. Das Problem ist, hier Rennbahn. Hier sind jetzt gerade nicht so viele Nazis, also unterwegs. Hier gibt es immer jede Menge Spielsüchtige, aber gegen die haben wir leider gerade kein Lied parat. Moment mal! Ich bin heute Morgen im Rennstein aufgewacht, steht dann mit schwerem Schädel. Ja, ja, wir haben keinen Lied. Sie haben für alles ein Lied parat. Das war aber 80 Pferde, haben wir auch nicht. Wer von euch hat ein Handy mit Scheinwerfer wie Bela-Funktion? Na also, lass die oben. Mach die Augen zu. Was ist da hier mit meiner Freundin zu, mit ihrem Feuerzeug? Was ist das? Und dann sag, dass du mich liebst. Ich weiß genau, es ist nicht wahr. Doch ich spüre keinen Unterschied, wenn du dich mir hingibst. Zu und küss mich. Mach mir ruhig etwas vor. Ich vergesse, was passiert ist, und ich hoffe und ich träume, ich hätte dich noch nicht verloren. Es ist mir total egal, ob du wirklich etwas fühlst. Tu, was du willst. Sternenhimmel.
guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge! Und zieh nur wieder aus! Lächeln der Hose! Und ständig dieser Lärm! Hast du die Nachbarn da? Und dann noch deine Haare! Da fehlen mir die Worte! Musst du dir entfernen? Hast du die Nachbarn da? Wie kommst du nach Hause? Wir müssen nicht mehr weiter! Junge, bricht deiner Mutter nicht das Herz? Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nicht für dich? Eigener Schlachthof, Junge. Und wie du wieder aufsiehst, lächeln in der Nase und ständig dieser Lärm. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen, alle
nicht ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Du warst mit ihm auf der Trabrennbahn. Ich brachte nur alte Otto-Platten an. Und du warst mit ihm essen, natürlich Pommes frites. Bei mir gab's noch Parmesan mit Pommes frites. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt, so wie ich dich vorher geliebt. Ich wollte ihn verprügeln, deinen Superman. Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Eines Tages werd ich mich rächen, werd die Herzen aller Mädchen rächen. Ich ein Star, der in der Zeitung steht. Dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen, werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät. In the first verse from hell. Dankeschön! Das war die beste Band der Welt. Mitermaßen. Selbst in gelben Westen mit blickenden Brillen waren sie noch unwiderspielig, zumindest. Später. Charmant kann man sagen. Eine bessere Entschuldigung gibt's nicht. Wir kommen wieder. Keine Frage. Am Sonntag im Grünspan bei Ferris MC als Special Guests werden wir auch sein. Ziemlich sicher. Absoluter Sicherheit. Wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt. Gucken wir mal. Okay, Leute, kommt das nach Hause. Die Ärzte aus Berlin. BLB mit seinen beiden Flitzpieken. BLB mit seinen beiden Flitzpieken. Smith und die anderen großartige Band. Auch heute Abend. Und Eddie natürlich. Der die tiefe Stimme bei mir gemacht hat. Come on. Okay, unser alter Freund Eddie. Und wenn ihr morgen neben euren Eltern oder mit noch aus dem Mund laufender Kotze vor dem Bett eurer Eltern liegend oder mit euch unbekannten Menschen im Bett in eurer Kotze liegend, was auch immer, aufwacht und euch wundert, was hat euch so hergerichtet, dann sagt ihr einfach das, was ich euch gleich sage, nachdem Rodrigo gesagt hat, remember I love you. Komm gut nach Hause, Rima, love you. Ena B und die anderen. Eure Entschuldigung für das, was wir heute mit euch gemacht haben, ist, es war die Punkmusik. Show in Fallujah. Hey, was? Hamburg. We love you.